Huhu, Leute, hier ist wieder Frelle. Willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Letztes Mal sind wir aus Alexandria entkommen und mit der Gargantula unterwegs gewesen. Dabei wurden wir wieder vom Königsbasilisken verfolgt. Der hat uns dann einen unangemeldeten Geschwindigkeitsschub beschafft. Leider sind wir dabei übers Ziel hinausgeschossen und irgendwo zu Bruch gegangen. Und jetzt wechselt die Szene erstmal. Zum prähistorischen Rhinoceros. Ach, diese Musik, einfach toll. So. Königin Brane. Ja, das kann natürlich nur wieder die Musik von unseren zwei lustigen Gartenzwergen sein. Aus dem Weg, Unmündige, sag ich. Durchlassen, sag ich. Ich habe Befehl von Königin Brane erhalten, euch zwei nicht durchzulassen. Ausgelacht. Was ist überhaupt euer Anliegen? Ich überbringe es. What the? Sprecht. Was geht mit dir ab? Die erwarteten Gäste sind eingetroffen, sag ich. Sollen wir sie durchlassen, frag ich. Ich werde mich bei Ihrer Majestät erkundigen. Rührt euch nicht von der Stelle. Na, ob die da drauf hören? Ja, sie hören. Eure Exzellenz. Jawohl. Hat irgendwas in ihren Bart genuschelt? Naja. Gewährt Ihnen Eintritt. Aber ihr braucht nicht wiederzukommen. Tschüss, dieser gekickt. Kickban auf ewig. Was soll das heißen, frag ich. Ihre Majestät ist über den Verlust des Staatsschatzes äußerst erzürnt. Sie möchte eure beiden Gesichter nie mehr sehen. Und jetzt geht sie holen. Tja, das war's dann für euch, Jungs. Jetzt müsst ihr euch doch irgendwie auf Kindergeburtstagen anstellen lassen. Und dort ein paar Ballons aufblasen. Und was jetzt, frage ich? Alleine können wir nicht überleben, sage ich. Tja, seid eben keine Alleinunterhalter. Auf jeden Fall müssen wir schnell die Gäste hereinlassen, sage ich. Und Zorn macht wieder Anstalten, die Luft abzuheben. Was will nicht ganz klappen. So, na dann schauen wir doch mal, was das für Gäste sind, oder? Ach ja. Was? Was für ein wundervoller Anblick. Oh, was ist das denn? Eine Frau mit einem riesen Mordsgerät auf dem Rücken. Auch braune Frau. Ist was? Und was ist der andere Typ da hinten? Ja, ihr achtet mal auf den Typen da hinten, während ich vorlese. Macht den Weg frei. Ich bin auf das Geräusch von Königin Brane höchstpersönlich hier. Also spiele ich nicht so auf. Der links läuft einfach durch. Lässt sie nicht aufhalten. Tja, so diskutieren die echten Männer hier in Final Fantasy 9. Voll der Macho-Typ. Ich hoffe, ihr schlagt vor Ihrer Majestät einen passenderen Ton an. Was soll das heißen? Hast du eigentlich einen Schimmer davon, mit wem du es hier zu tun hast? Ich bin Lani, auch genannt die Venus unter den Jägern. Bis jetzt habe ich ja noch jedes Opfer erlegt, klar. Ach, das ist also Lani, ja. Erinnert ihr euch an den Namen? Da hing noch dieser Zettel in Lindblum in der Gastwirtschaft, wo sie sich aufgeregt hat über den Mokri. Und ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war, aber sie hat auch am Jagdfestival teilgenommen. Mitunter stand dann, dass sie in Führung war. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier in der Aufnahme, die ich im Let's Play gezeigt habe, auch so war. Boah, da zeigt sie mal, was sie hat. Da zeigt sie mal, was sie so auf dem Kasten hat. Die Waffen einer Frau, ja, das bekommt eine ganz andere Bedeutung. Eure Exzellenz, Königin Brane, welche Ehre, vor euch persönlich empfangen zu werden. Und es erfreut mich, euch bei bester Laune. Nanu, was macht ihr denn für ein saures Gesicht? Ja, das ist ihr normaler Gesichtsausdruck, die sieht immer aus wie so eine verfaulte Zitrone. Den Umgang auf Hofer musst du wohl erst noch lernen. Wo hast du nur diese Manieren her? Mit Verlaub, Eure Exzellenz. Ihr habt mich aber sicherlich nicht gerufen, weil ich für meine guten Manieren bekannt bin, oder? Pah.
Was ist mit denen? Ach, die gehen jetzt. Aha. Zwei Dinge sollt ihr für mich erledigen. Den Stadtschatz wieder beschaffen, den Prinzessin Garnet entwendet hat, als sie reist ausnahm. Und außerdem gibt es unter ihnen einen Schwarzmagier, so wie den da drüben. Er muss beseitigt werden. Hey, lass Vivi in Ruhe. Was willst du mit Vivi? Der hat dir nichts getan. Schwarzmagier, was soll das sein? Es sind sinnlose Marionetten. Ich kann nicht zulassen, dass eine Fehlkonstruktion umherwandelt und dann dem Feind in die Hände fällt. Hey Laris, Vivi ist keine seelenlose Marionette, ist ein kleiner Junge und hat Gefühle. Ich weiß zwar nicht, was hier bei Hofe vorgefallen ist, aber was soll mit Prinzessin Garnet geschehen, falls sie Widerstand leistet, Eure Exzellenz? Boah. Nur der Staatsschatz ist wichtig. Und sie klappt die ganze Mauer ein. Gleich stürzt das Schloss ein. Die freche Göre genießt keinerlei Priorität. Wenn dem so ist, kann ich endlich wieder meinen kleinen Freund hier sprechen lassen. Ich werde euch den Schatz sicherlich eher bringen als dieser Muskelprotz da drüben. Tja, Emanze gegen Macho. Das ist doch mal ein schönes Pärchen hier. Auf ein baldiges Wiedersehen, Hoheit. Hoheit. Okay, die haut wieder ab durch den üblichen Weg. Und das ist der Rotschopf. Mal sehen, welchen Weg der Rotschopf dann nach draußen nimmt. Man sagt in der Nähe der Prinzessin halten sie einen affenähnlicher Junge auf. Ach, dieser widerliche Affenjunge. Wenn du den gleich miterlegst, bekommst du eine extra Belohnung. Der kennt also Zidane. Wieso das? Scheint ja ein Volltreffer zu sein. Den werde ich mir zuerst vorknöpfen. Deinen Auftrag kannst du als so gut wie erledigt betrachten. Und dann nimmt man den direkten Weg nach unten. Und die Wachen kommen auch wieder. Ja, die sollten nichts von dem Geheimauftrag mitkriegen. Und man fragt sich jetzt auch, was jetzt eigentlich mit Freya und Beatrix und der guten Steiner geworden ist. Ich meine, die müssten ja jetzt Staatsfeinde sein und hier irgendwie eingesperrt worden sein. Exzellenz, eure Flotte befindet sich bald in Küstennähe. Die Rote Rose steht zum Auslaufen bereit. Okay. Endlich ist es soweit. Wir brechen unverzüglich auf. Wohin denn? Was führst du jetzt schon wieder im Schilde? Du dickes Mannsweib, du Männerschreck. Lass uns bloß in Ruhe. Okay, und jetzt sind wir im Zillengebirge. Okay. Ja, da waren wir denn schon mal, falls ihr euch erinnert, als wir bei Lindblum waren und dann mal rausgegangen sind und da haben wir ein Elixier oder so in der Schatzkiste gefunden. Mutter. Und die Szene wechselt wieder zu Zidane und Lilly. Was? Aber sie lebt zumindest noch und Vivi scheint es auch gut zu gehen. Und ist Zidane die Klippe runtergefallen? Ich hoffe nicht. Vivi, dann leben wir also noch. Aber wo ist die Gargantua dahin? Hat sie auch überlebt, die Arme? Wo sind wir hier? Im Zinnengebirge, in der Nähe vom Schloss Lindblum. Zinnengebirge? Lindblum? Dann ist das die Gargantua. Dann ist die Gargantua wohl über das Ziel hinausgeschossen. Ja, das kann man so sagen. Was ist mit Freya, Steiner und Beatrix? Und mit Zidane? Ach, der fällt dir auch noch ein, ja. Sehr schön. Er ist sich umschauen gegangen. Hey Lilly, auch schon wach. Oh, da ist er ja. Sehr gut, ihm geht's auch gut. Bist du in Ordnung? Ja, aber Zidane, was ist mit den anderen? Tja, ich wüsste ich auch gerne. Wir haben ja schließlich eine ganz schöne Strecke zurückgelegt. Aber Markus und Blank sind ja auch bei ihnen. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, vielleicht haben die sie irgendwie versteckt oder so. Eigentlich müssten sie ja die Armee hinter sich haben. Die Alexandria-Soldatinnen müssten ja eigentlich auf Beatrix hören und die Blutetruppe auf Steiner. Also, okay, die Königin Garnet hat immer noch die schwarzen Magier, die natürlich nicht von der Hand zu weisen sind. Und diese Monsterhunde, die Vastigos. Und es geht ja auch bald die Sonne auf. Ich bin sicher, dass ihnen die Flucht längst gelungen ist und sie den Trainer schon nach uns suchen. Vielleicht können wir uns in Lindblum ein Luftschiff borgen. Vom Südentor ist es bis nach Trainer nicht mehr weit. Stimmt. König Rap! Ein Opa auf LSD! Oder sind wir auf LSD? Ein Feind! Das hängt von dir ab, mein Sohn. Mein Name ist Tramu. Diesen Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. Okay, wer ist das? Muss man den kennen?
In einem alten Schriftstück über die Bestia in unserer Schlossbibliothek ist mir der Name schon einmal begegnet. Ihr seid nicht etwa der Donnergott Ramu? Hm? Echt? Sieht aber nicht wie ein Donnergott aus. Ist dir bekannt, dass Clara durch deine Bestia völlig ausgelöscht wurde, mein Kind? Was? Ja, das war Odin, das wissen wir ja. Aber Lily weiß es natürlich nicht. Die Bestia gehorchen dem Willen ihrer Beschwörer. Die dunkle Habgier des Menschen, der sie beschwor, führt zu dieser Tragödie. Aber, oh nein, Mutter, was hast du nur getan? Tja, das ist denn deine Bestia gewesen, Lily, mit der sie da Unheil angestiftet hat. Nein, es war mir nicht bekannt, dass so etwas vorgefallen ist. Und ich konnte nichts dagegen unternehmen, ich bin völlig machtlos. Es ist nicht deine Schuld, Lily. Die anderen waren sich dessen auch bewusst, deswegen sind sie zurückgeblieben. Die anderen? So ist es. Nicht du warst der Auslöser für dieses Unglück. Aber lass mich dir noch eine Frage stellen. Was wirst du als nächstes tun? Ja, das weiß ich selber noch nicht. Hätte ich doch nur mehr Kraft, würde ich doch wenigstens wieder die Macht der Beschwörung erlangen. Du hast doch immer Angst, die zu rufen, hast du gesagt. Außerdem hast du nicht genug Magiepunkte. Ich habe eine Bitte an euch. Leiht mir eure Kraft. Willst du den gleichen Fehler noch einmal begehen? Ich fürchtete mich vor der Beschwörungsmagie und dem Bestia, aber ich werde nicht mehr wegrennen. Ja, Ramu hatte sie nämlich damals nicht. Und Morphing, und er hat einen fetten Rauschebart. Oh Mann, wie die Zeit doch vergeht, oder? Nachdem ich meinen alten Herren verloren hatte, ist viel Zeit vergangen, in der ich nun in dieser Welt umherwanderte. Ob du meine Herren würdig bist, muss ich noch zeigen. Und dafür musst du dich einer Prüfung unterziehen, sodass ich Gewissheit erlange. Fünf meiner selbst werden sich hier in den Gewässern, Felsen und Wäldern verbergen. Sie werden dir Kapitel der Erzählungen eines Helden schildern. Suche die einzelnen Bruchstücke und vervollständige sie zu einer Geschichte. Erzählt sie mir eine gefällige Geschichte, so werde ich deiner Bitte vielleicht nachkommen. Na, das sind ja tolle Aussichten. Was wir nicht. Verzeih, wo wir doch für so etwas eigentlich keine Zeit haben. Ach was, das passt schon. Ja, für starke Bestien haben wir immer Zeit, oder? Wir helfen dir, Lilly. Zidane, Vivi, ich danke euch. Und los geht's. Schreiben wir Geschichte. Tja, hier hat er eine Geschichte zu erzählen. Und da unten habt ihr schon gesehen, da ist gerade einer weggeworbt. Da unten im Wasser. So, bevor wir irgendwas machen, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen ausrüsten. Hier haben wir immer noch nichts Neues. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier haben wir die Allzweckweste. Wir haben jetzt schon die neue Alaman-Weste. Hopsi. Eine haltbare Weste. Halbiert die Effektivität des Angriffselements Hitze. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir behalten mal die Allzweckweste an. Die ist auch noch nicht fertig. Das kann auch noch alles so bleiben. Was haben wir eigentlich gestohlen? Haben wir den Stock gestohlen? Nee, wir haben... Ja, erstmal haben wir die Sternenroute geklaut. Genau, für Levitas. Platziert mit kleinen Sternchen. Effektivität des Angriffselements Schatten wird halbiert. Okay. Flickring ist natürlich noch nicht fertig. War ja auch zu schön. Okay, ja, wir haben, glaube ich, nur den Stab und die Adamant-Weste geklaut. Schauen wir uns doch die Abilities schnell an. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Das können wir lassen. Na toll. Was soll ich denn da wegmachen? Okay, die macht Dösen weg. Dafür mache ich Tontauben rein. Und wenn schon, lasse ich auch mal drin. Und dafür will ich aber noch, es werde Licht haben. So. Next. Level Up, Ability Up ist natürlich ganz wichtig. Insomnia brauchen wir nicht. Na gut, wir haben eh nichts Besseres, also können wir es auch drin lassen. So, und Ability Up, Level Up, Gift und Galle. Ja, gut. Bleibt auch wie es ist, würde ich sagen. Gehen wir erstmal zum Mukri. Dann gucken wir, wer das ist. Oh, das ist Monty. Erinnert ihr euch an Monty? Zum einen haben wir einen Brief für ihn. Aber zum anderen, das war den wir schon im verwunschenen Wald getroffen haben. Ein Brief von Mushu. Vielen Dank für die Zustellung, Kubo. Und zum anderen,
hat er uns auch die Mokri-Flöte gegeben, die wir auf der Weltkarte benutzen können, um Mokri zu rufen. Der kam doch dann aus dem verwunschenen Wald raus. Ja genau, ihr redet drüber. Monty, hast du das Heil aus dem verwunschenen Wald rausgeschafft, Kupo? Also ich glaube, dass dieser Kontinent bald den Bach runtergeht, Kupo. Bevor wir Kupo sagen können, könnte schon alles vorbei sein, Kupo. War nicht leicht aus diesem Wald zu fliehen, aber wir haben uns ein paar schräge Typen angeschlossen. Was ein Glück, Zifix! Kupo, ich rede ja schon wie dieser bärtige... Bayer. Okay. Hast du noch einen Brief für uns? Ich hätte sogar einen Brief. Okay. So, gut. Ein Zelt könnten wir verwenden. Ja, ich zeige euch noch einen Kampf. Und dann können wir erstmal an der Stelle Schluss machen. Dann nächstes Mal weitersuchen. Oh, den kennen wir schon, den Zagna. Ich dachte eigentlich, den gibt es gar nicht hier auf dem Kontinent des Nebels. Aber den gibt es hier doch. So, ja, dann, wir haben ja schon Erfahrung mit dem. Das mache ich mal mit dem, also Blitz schon mal nicht. Machen wir mal wieder saugen. Haben wir auch lange nicht gemacht. Und ja, Angriff. Wenn es nicht viel helfen wird, wenn wir jetzt wieder so einen Stab haben. Haha, abgesaugt. Oh, ist gar nicht so schwach, dieses Saugen. Jetzt hampelt er rum und macht einen Blitz auf uns. Ohne auf alle Hügel. So, dann gebe ich dir mal Eisrahmen. Ba-bang. Naja. Haben wir schon besser gesehen. Ach, und Levitas könnt ihr euch mal zeigen. Das haben wir ja neu bekommen. Aber ich würde sagen, das zeige ich nächstes Mal erst. Zack, und weg mit dir. Ja, deswegen haben wir Bestientöter angelegt. Genau wegen dem Zack nah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Niemand lernt was Neues. Wie schade, wie schade. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Nächstes Mal gehen wir hier die Ramus suchen und die Geschichte zusammensetzen. Mal sehen, ob uns das gelingt und ob wir alle finden und was wir dann von ihm bekommen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.